Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, ich habe so einige Anfragen bekommen, ob ich denn nicht mal was über die Teamchemie in Ultimate Team erzählen könnte. Ich erzähle ja immer in meinen Videos, passt auf die Aufstellung auf, passt auf die Position auf und auch auf die Links zwischen den einzelnen Spielern. Und da habe ich mir gedacht, da gibt's halt schon ein bisschen mehr als einfach nur roter Link, gelber Link, grüner Link. Da habe ich mir gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Und ich würde sagen, da können wir auch gleich einsteigen auf die erste Folie. Das sind nämlich die Auswirkungen von schlechter Chemie. Und eine schlechte Chemie könnt ihr hier unten sehr schön betrachten. Das ist eine 4-1-2-1-2-Formation, die einfach wild zusammengewürfelt ist. Hier 38 Chemie haben wir. Und da seht ihr auch, hier passt wirklich nichts zusammen. Hier seht ihr ab und an mal einen gelben Link zwischen den Leuten. Und das Einzigste, was passt, sind die Positionen. Die sind überall grün, die sind richtig. Aber die Aufstellungen passen fast nirgendwo. Manche haben hier mal so noch eine gelbe, hier der Herr Sobis zum Beispiel. Aber im Allgemeinen ist das halt wirklich so ein Team. Auf das seid ihr bestimmt schon selber häufiger getroffen und ich denke sogar, ihr habt euch auch häufiger gefreut, gegen so ein Team zu spielen, weil ihr wahrscheinlich ziemlich häufig gewonnen habt. Wenn ihr ein 100-Chemie-Team habt, wahrscheinlich immer. Und es sieht so aus, ich hatte selber zu FIFA 12 Anfang Ultimate Team, wo ich das erste Mal Ultimate Team gespielt habe, hatte ich selber so ein Team. Aber ich kann euch eins sagen, hier sind jetzt zum Beispiel einige Goldspieler drin. Ihr spielt mit einem kompletten Bronze-Team, was 100 Chemie hat, tausendmal besser als mit diesem zusammengewürfelten 38 Chemie-Team. Und warum das so ist, dazu kommen wir jetzt. Weil die Auswirkungen von schlechter Chemie sind im Angriff und Mittelfeld zum Beispiel sehr viele Schüsse gehen daneben. Wenn ihr überhaupt mal vors Tor kommt mit so einem Team, was nicht so häufig der Fall ist, dann gehen wirklich viele Schüsse daneben. Auch von Spielern, die wirklich eigentlich gute Schusswerte haben. Da denkt man dann, man spielt mit einem Bronze-Innenverteidiger und schießt damit. Also es ist wirklich ziemlich krass, was mit den Schüssen dann abgeht. Könnt ihr ja gerne mal austesten. Also ich hab's gemacht und puh. Also da könnt ihr nicht so schießen, wie ihr normal mit eurem 100-Chemie-Team schießen würdet. Dann die Spieler wirken langsamer. Also ich habe es zum Beispiel bei Rafael Sobis, der ist ja auch nicht unbedingt der Schnellste, der hat 76 Pace, aber er kam mir vielleicht vor wie 69, vielleicht noch 70 Pace, aber mehr auch wirklich nicht. Das nächste ist dann, Pässe kommen nicht an den Mann. Und das ist auch so mit das größte Problem hier bei so Chemie-Teams. Ihr kommt fast gar nicht aus Mittelfeld bzw. schon gar nicht aus der Abwehr raus, weil die Pässe kommen einfach nicht an den Mann. Der ZDM will jetzt hier auf dem Flügel spielen, aber Fehlpass, pum. Da könnt ihr hier auch einen Pirlo mit 96 Passen haben. Ist jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber wenn der richtig miese 3 Chemie hat, dann wird er auch seine vielen Fehlpässe spielen. Dann, das Positionsspiel ist miserabel. Ein Bastos, der vielleicht ein gutes Stellungsspiel hat, hat mit richtig niedriger Chemie, da rennt er dann mal im ZOM rum, im ZDM, im Sturm, der ist überall, aber nicht da, wo ihr ihn braucht. Also die Chemie wirkt sich auch aufs Positionsspiel aus. Die Bälle, die verspringen sehr oft. Durch das First Touch haben sie ja bei EA das jetzt eben ein bisschen schwerer gemacht mit der Ballannahme. Aber wenn ihr noch eine miese Chemie habt, dann wird das noch katastrophaler. Also dann kommt wirklich, ja, ihr werdet so viele Bälle verlieren allein durch die Ballannahme. Und ja, ihr werdet es merken. Ich hoffe, ihr merkt es nicht, weil ich hoffe, ihr lernt aus diesem Video und werdet nicht so ein Team bauen. Nächster Punkt, die Reaktion ist im Keller. Ja, das ist tatsächlich so. Also da fühlt sich dann so ein Herr Sobis an, als ob er gestern Abend noch schön hier 2 Gallonen Wodka gesoffen hätte und einen dicken Kopf bis nach Mexiko hätte. Also es ist katastrophal, wie so ein alter Opi hier auf Dope. Geht gar nichts. So, die Abwehr. Der Torwart spielt wirklich wie ein Bronzekeeper. Da können Schüsse kommen, die hält Robert Huth hier im Tor. Die hält dieser Torwart nicht, auch wenn ihr da einen schönen Gold-Torhüter drin stehen habt. Es ist wirklich so, die Reflexe und alles, die gehen krass runter, wenn die Chemie nicht stimmt. Die Spieler wirken allgemein natürlich auch in der Abwehr langsamer und da fällt es aber umso mehr auf. Weil mit so Teams seid ihr eh fast nur in der Abwehr.
und die Spieler wirken viel, viel langsamer, als sie sowieso schon sind. So, die Pässe kommen nicht an den Mann. Das ist das gleiche zwar wie Angriff vom Mittelfeld, aber in der Abwehr macht es sich daher bemerkbar, weil ihr versucht die ganze Zeit aus der Abwehr rauszuspielen, aber die Bälle werden als abgefangen vom Gegner, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel ein 100-Chemie-Team hat und einigermaßen spielen kann. Das muss ich sowieso sagen, es gibt natürlich auch immer Gegner mit 100 Chemie-Teams, die sind einfach so schlecht, da gewinnt ihr auch mit so einem Team. Das ist klar. Aber im Allgemeinen habt ihr nur Nachteile mit so einem Team. Immer. So, nächster Punkt. Das Positionsspiel in der Abwehr, in der Defensive, ist miserabel. Ne Robert Huth, der läuft dann da mal im Zom rum, im rechten Mittelfeld, der macht mal einen auf Außenverteidiger. Also das Positionsspiel, die reißen Lücken wie die Sau. Also ihr werdet das sehen, ihr müsst die noch nicht mal selber kontrollieren. Die Spieler, der CPU macht das von alleine. Der torkelt dann hier im ZDM rum und reißt hier riesige Lücken rein, dass ihr nur noch eure Stürmer bzw. der Gegner nur noch seine Stürmer in die Lücke schicken muss. Richtig schlimm. Dann die Bälle verspringen natürlich auch oft in der Abwehr. Das ist auch so ein Grund, warum ihr gar nicht erst aus der Abwehr rauskommt. Und dann gibt es noch den Punkt, die Spieler laufen rum, wo sie wollen. Und das ist. Gehört halt mit zum Positionsspiel, aber das habe ich nochmal extra aufgenommen, weil man merkt es halt am krassesten an der Verteidigung. Da steht nie die Kette, sondern ja, da steht einer hier, da steht einer hier, da steht einer mal hier, keine Ahnung, beim Torwart, die machen ein kleines Tänzchen hier auf der Linie. Man kann es wirklich vergessen. Und deswegen will ich euch jetzt mal zeigen, wie die Chemie berechnet wird. Mit ihr auch ein ordentliches Hybrid-Team zusammenbauen könnt. Ein Hybrid-Team, nur mal so nebenbei, ist halt, wenn ihr zum Beispiel nur Brasilianer habt, ist kein Hybrid. Wenn ihr nur englische Liga habt, ist kein Hybrid. Wenn ihr nur Serie A habt, ist kein Hybrid. Ein Hybrid ist zum Beispiel, hier stehen drei Spieler aus der Serie A, vorne sind drei Spieler aus der Ligue 1, hier sind drei Spieler von der Bundesliga und vielleicht hier noch zwei aus der brasilianischen Liga. Sowas ist ein Hybrid. Also wenn ihr sozusagen Liga und Nationen mischt, das ist ein Hybrid. Und mit ihr das einfacher machen könnt, hier ein paar Tipps auf die Hand. Die Berechnung der Chemie. Die richtige Aufstellung, das ist hier das schöne grüne Viereck natürlich. Das gibt schon alleine, wenn ihr das Grün habt, plus drei Chemie. Wenn ihr dann noch die richtige Position habt, das ist hier dieser grüne Schuh, dann habt ihr schon 6 Chemie, nur durch diese beiden Punkte. Wenn das schon stimmt, da geht es jetzt noch gar nicht um die Spieler, die um einen herumstehen. Und als kleines Beispiel habe ich euch den Herrn Pastore mitgebracht. Hier Pastore im ZOM. Er hat die richtige Aufstellung, wie wir sehen. Er hat die richtige Position, wie wir sehen. Aber er hat 6 tote Links. 6 Stück. Hier seht ihr zu den beiden Stürmern, zu den beiden Außenspielern und zu den beiden ZDMs. Nur rote Links, also komplett tote Links. Aber trotzdem sehen wir, er hat 6 Chemie, wie wir hier sehen. Nur alleine durch Aufstellung und Position kriegt Pastore hier 6 Chemie zusammen. Und jetzt könntet ihr euch herausrechnen, 10 Spieler, 11 Spieler sind schon 66 Chemie. Hätte jeder jetzt einfach nur Position und Aufstellung. Das ist doch schon mal ziemlich Hammer, oder? Würde ich mal schon so sagen. Es ist, glaube ich, sogar schon fast an grün dran, also dass der Chemiebalken grün ist. Nur wenn Aufstellung und Position stimmen. So, aber jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch wissen, wie wir den Herrn Pastore jetzt noch auf die 9 Chemie kriegen können. Weil 9 ist halt das Maximum und das will man eigentlich auch ganz gerne haben. Deswegen gehen wir jetzt auf die nächste Page und dann als ersten Satz: Ein Ba Spieler mit beispielsweise 6 Links zu anderen Spielern muss von seinen Nachbarn 6 Chemiepunkte insgesamt bekommen. Das heißt, wenn ein Spieler 6 Links braucht, oder machen wir als Beispiel hier diese ZOM-Position: Diese ZOM-Position hat 5 Links. Zwei nach oben zu den Stürmern, zwei zu den Außenseiten und eins zum ZDM. Das heißt, 5 Links hat der Zom. Und um auf 9 Chemie zu kommen, braucht er die richtige Aufstellung, die richtige Formation und 5 Chemiepunkte. Und die restlichen Links könnten tot sein. Wie sich jetzt diese Chemiepunkte zusammensetzen, das machen wir jetzt. Einen Liga-Link. Ein Liga-Link sieht aus wie dieser Link. Das hier ist kein Liga-Link, weil er kommt aus der russischen und er aus der brasilianischen Liga. Aber
Er ist auch orange, der Link. Also da geht es jetzt nur mal um die Farbe kurz. Ein Liga-Link, also das heißt, wenn zum Beispiel zwei Spieler aus der Bundesliga sind, aber verschiedene Nationen haben und nicht beim gleichen Verein spielen. Das ist ein Liga-Link, der gibt plus 1. Das ist der niedrigste Link, den man haben kann, sozusagen. Dann gibt es den nächsten Link, den Nationalitäten-Link. Das wäre hier zum Beispiel der Fall. Die spielen nicht in der gleichen Liga, natürlich dann auch nicht beim gleichen Verein, haben aber die gleiche Nationalität. Dieser Link gibt schon 1,5 Punkte Chemie. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Team-Link. Und den Team-Link, den können wir hier betrachten. Stellt euch jetzt mal vor, der Carlos Alberto wäre in Argentinier und hier mit dem DD. Die haben zusammen einen grünen Link, weil sie im gleichen Team spielen. Sie spielen beide bei Vasco da Gama in der brasilianischen Liga und kriegen somit einen starken Teamlink. Das sind 2,5 Teampunkte, also 2,5 Chemiepunkte. Und jetzt kommen wir zum allerstärksten Link, der beste Link, der gibt plus 4 und den können wir hier bei Carlos Alberto und DD beobachten. Sie sind beides Brasilianer, beide sind in derselben Liga und beide spielen für den gleichen Verein. Und da sehen wir, das ist der allerstärkste Link, die geben sich beide gegenseitig 4 Chemiepunkte. 4 Chemiepunkte, also das ist wirklich ein einziger Link, 4 Chemiepunkte. So Verbindungen sind natürlich schwer zu finden, weil man muss halt dann den anderen Spieler auch mögen, der gerade zu dem anderen passt. Aber dieser Link ist der allerbeste und er gibt plus 4 Chemiepunkte. Das jetzt nochmal zur Übersicht. Das ist ein normaler Link. Normale Links zähle ich die beiden hier dazu. Die Nationalität und ein Liga-Link. Ein Liga-Link ist halt wirklich der Schwächste, der gibt nur einen Chemiepunkt. Dann gibt es hier den guten Link, meiner Meinung nach guten Link. Das wäre hier zum Beispiel gleiche Liga und gleiche Nationalität, also das zusammengefasst, weil das gibt schon 2,5 Punkte auch. Müsst ihr euch, das könnt ihr auch immer zusammenrechnen hier. Und dann gibt es natürlich noch den besten Link hier zwischen Carlos Alberto und DD. Der ist perfekt und bringt euch plus 4 Chemie, was wirklich ziemlich bombastisch ist. Wenn wir das jetzt beim Beispiel Pastore gehabt hätten, der hatte 6 Links, das heißt, er braucht 6 Chemie. Da könnte man den Herrn Pastore, er hatte, ja doch, er hatte 6 Links, genau. Da könnte man dem Herrn Pastore einfach, wie könnten wir es machen? Zum Beispiel zwei Leute aus seinem Team an die Seite stellen und einen aus der Liga. Das heißt, er hat dann drei Links besetzt und drei Links könnten dann tot sein und er hat trotzdem neun Chemie. Beziehungsweise man könnte ihm einen Argentinier, weil Pastore ist ein Argentinier von PSG, also von seinem Verein, von Paris. Könnte man ihn an die Seite stellen, dann würde er schon plus 4 kriegen, dann bräuchte er nur noch plus 2. Das heißt, da könnte man ihn zum Beispiel noch einen nur vom Team an die Seite stellen, also der müsste nicht Argentinier sein, und schon hätte er mit zwei Links, er hätte dann zwei grüne Links, also die Links wären grün, und er hätte vier rote Links und hätte trotzdem 9 Chemie. Ihr könnt euch ja diese Tabelle sozusagen, diese kleine Auflistung, könnt ihr euch ja mal notieren und dann habt ihr immer, wenn ihr euch ein Team baut, so ein paar Anhaltspunkte sozusagen. Wenn ihr ein paar Teams gebaut habt, dann wisst ihr Liga Link plus 1, Nationalität 1,5, Team 2,5 und bester Link Nation plus Club gleich 4 Punkte. Ja, das war eigentlich das Grundprinzip der Chemie. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit einem Tutorial von Let's Play Massive. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schickt's in die Kommentare. Und wenn euch allgemein die Videos gefallen und ihr noch nichts verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Jungs und Mädels. Es kommen noch einige Videos, Tutorials, Gameplays, Trading Tipps. Also macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.